Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, dem 31. August 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 450 und ich habe heute euch die folgenden Themen mitgebracht. Aconia, Keynote, Lenovo, Sharp, Lenovo und 8K-TV. Ich starte gleich mal mit Aconia. Habt ihr von denen schon mal gehört? Genauer gesagt Aconia Holographics. Das ist ein Hersteller von Brillen respektive Linsen im Bereich AR und den hat Apple sich gekrallt, aufgekauft, Wissen eingekauft und was auch immer sie damit tun. Man weiß ja schon seit längerem, dass Apple an einer Brille dran ist. Und somit, und mit dem Einkauf, den sie vor kurzem schon gemacht haben, denke ich mal, dass es da deutlich einen Schritt weitergehen könnte oder gekommen ist. Und ja, wir dürfen abwarten, wenn es dann soweit ist und das ganze Geheimnis gelüftet wird. Aber man munkelt so, es geht noch ein bisschen, also nicht so vor 2020 etc. Apple hat gestern endlich den Termin durchgegeben, wann denn das neue iPhone auf den Markt kommt. Also iPhone, ich nehme an, unter anderem werden da iPhones vorgestellt, vielleicht gemunkelt wird vieles, eventuell iPads und Macs erst in einem separaten Event und später ist im Oktober. Wir werden sehen, in knapp einer Woche ist es soweit und ja, dann gibt's Neuigkeiten in dem Bereich. Weiter geht's mit dem Thema Lenovo. Lenovo, die hatten gestern ein Event hier an der IFA. Der Achim und ich waren vor Ort und haben einiges an neuen Produkten vorgestellt. Da waren unter anderem das ThinkPad, das uralte oder uralt, ja, das Ursprungmodell ist uralt und jetzt in der x-ten Version rausgekommen, das neue Modell. Schön dünn, schlank, super Prozessor etc. Die ganzen Daten klingen gut. Optisch schaut's halt aus wie ein ThinkPad. Macht ja auch Sinn. Und ja, was haben sie noch vorgestellt? Die Yoga-Geschichten. Das sind ja diese Geräten, also diese mobilen Rechner, die man zurückklappen kann und aufstellen wie ein Ständer und zu einem Tablet zusammendrücken kann, also nach hinten zusammendrücken kann, ein typisches Convertible oder besser gesagt ein typisches mehrfaches Gerät in einem. Und da haben sie eine neue Version vorgestellt. Das gleiche gilt auch für die Book-Version, also das kleine, wo zwei Displays waren, sprich quasi man hat einen Laptop oder kann es auch nach hinten klappen und hat ein Tablet. Und da haben sie sich dafür entschieden, dass es im oberen ein normales Display und ein E-Ink die Möglichkeit gibt zu zeichnen, eine Tastatur einzublenden etc. einfach auf E-Ink-Basis. Da darf man gespannt sein, wie das Ganze ankommen wird. Aber auch vorgestellt wurden der Google Assistant oder der Assistant auf Basis von Googles Assistenten. Vom Prinzip her ein Tablet so schöner Holzoptik auf der Rückseite, das dafür ausgelegt ist, eben mit Google zu sprechen und die ganzen Geschichten zu steuern, was halt alles so erlaubt ist darüber. Sei es Anfragen übers Wetter oder Smart Home Geschichten etc. Und das ist ein guter Stichwort, denn auch Lenovo ist im Jahre 2018 im Smart Home Land gekommen und hat zum einen eine Birne, eine Kamera und ein Smart Plug vorgestellt. Auch eine Möglichkeit, das Ganze einzubinden und natürlich eben auch dann schlussendlich über das Smart Display anzusteuern und zu kommunizieren damit. Wo geht die Reise weiter? Bei Sharp. Kennt ihr die noch? Der Achim und ich, oder wir haben uns unterhalten, wo wir Sharp das letzte Mal gesehen haben. Ich habe es irgendwann vor vielen, vielen, vielen Jahren im Bereich Fernsehen das letzte Mal gesehen und irgendwie gefühlt haben die irgendwie mal alles gemacht, was sie heute machen. Ich habe keine Ahnung, was sie aber jetzt wieder machen, sind anscheinend Smartphones, Android-Smartphones für den europäischen Markt, 300 Stück sind es und ja, haben eine Notch,
großes Display, einiges an Innereien, eher so angesiedelt bei den Mittelklasse-Telefonaten. Und ja, ob es da einen weiteren Player am Markt braucht, keine Frage. Auf jeden Fall mischt Sharp jetzt hier in Europa auch wieder mit in dem Bereich. Lenovo, habe ich ja vorher schon das erwähnt, das zweite Lenovo, was in den ersten Tags mit drin war. Der Bereich Smart Home habe ich vorher schon abgekürzt, deshalb kann ich den Teil jetzt überspringen und gehe direkt zu 8K. Ja, Samsung hatte eine Pressekonferenz und hat einiges an Produkten gezeigt. Unter anderem vor allem neu an dieser Pressekonferenz war der 8K-Fernseher, den sie vorgestellt haben. Ein riesiges, schönes Teil, welches es in verschiedenen Größen gibt, das eben ein 8K-Bild ausgeben kann. Und da denkt man doch jetzt, man hat erst gerade 4K irgendwie ein bisschen angekurbelt, jetzt geht es schon in Richtung 8K. Wie kommt das mit den ganzen Daten und so weiter? Da empfehle ich euch, das Video anzuschauen, das wir auf facebook.com/geektalk aufschalten werden. Es kann sein, dass es erst in den nächsten Tagen kommen wird, aber schaut mal vorbei. Da haben wir ein bisschen uns überhalten darüber. Das extrem Spannende an diesem 8K-Fernseher ist vor allem diese Upscaling-Algorithmus, wie sie bestehendes Material, was eben nicht 8K ist, hochrechnen, dass es scharf ausschaut. Das ist extrem spannend und da bin ich wirklich gespannt, wie das Ganze dann wird und wie das Ganze dann vor allem auch umgesetzt wird und sich verbessern wird mit der Zeit durch die Algorithmen in der KI. Da darf man wirklich sehr, sehr gespannt sein. Und ja, das waren die Themen, die ich für euch habe zusammentragen können. Die IFA ist noch im vollen Gange. Schaut eben, wie gesagt, auf facebook.com/geektalk zwischendurch mal vorbei und natürlich auch auf Twitter über unseren Kanal. Da spielen wir immer wieder mal das eine oder andere Bild raus und dann eben kommen auch mit der Zeit dann die ganzen Videos, die wir so hier an der IFA produzieren. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinschauen. Euch noch eine schöne einen schönen letzten Arbeitstag und dann geht's ja dann schon in Richtung Wochenende. Wenn ihr es an die IFA schafft und da vorbeigeht, schaut euch die Möglichkeiten an, da gibt's einiges zu sehen. Sicherlich sehr interessant für den Geek und Freund von Gadgets. In diesem Sinne, besten Dank, euer Poughkeepsie, bis bald, tschüss. Hört mehr Geek Talk.